Hallo und herzlich willkommen zu Parascha Espresso, deiner wöchentlichen Dosis geistlichen Inputs aus der Parascha. Hol dir einen Kaffee und lass uns die wöchentliche Tora-Lesung anschauen. Diese Woche beschäftigen wir uns mit Parashat Schlach. Der Abschnitt beginnt bei 4. Mose Kapitel 13, Vers 1 und endet bei Kapitel 15, Vers 41. Wir wünschen dir viel Freude damit. Auf Facebook, Twitter oder über unsere Website kannst du deine Gedanken mit uns teilen. Wir freuen uns auf dein Feedback. Spielt Größe wirklich eine so entscheidende Rolle? Frag nur mal die Wartungscrew vom Aero-Peru-Flug, der am 2. Oktober 1996 abhob. Der Fall ist gut dokumentiert. Kurz nach dem Start merkte der Pilot der Boeing 757, dass die Instrumente nicht funktionieren. Aufgrund von Verwirrung und schlechten Wetterbedingungen krachte die Maschine am Ende ins Meer und alle Menschen an Bord kamen um. Die Ursache für den Absturz? Die Wartungscrew hatte vergessen, das Isolierband zu entfernen, das vor der Routinereinigung des Flugzeugs über die äußeren Messinstrumente geklebt worden war. Eine kleine Nachlässigkeit hatte zum Tod von 70 Menschen geführt. Der schockierende Fall dieses Aero-Peru-Flugs ist ein perfektes Beispiel für den Schmetterlingseffekt. Dieser Lehrsatz der Chaos-Theorie postuliert, dass kleine, scheinbar unbedeutende Zwischenfälle weitreichende Konsequenzen haben können. Die Idee besagt, dass der Flügelschlag eines Schmetterlings letzten Endes einen Hurrikan verursachen könnte. In unserem Fall konnte also ein kleines Stück Isolierband den Verlust von 70 Menschenleben bedeuten. Meistens halten Leute die Tora nicht für wissenschaftlich und trotzdem ist in der Parascha für diese Woche die Chaos-Theorie am Werk. Hier liegt uns nämlich ein Schlüsselabschnitt vor. Unsere Leute sind ganz darauf gespannt, das verheißene Land zu kommen. Und Gott beauftragt Mose, 12 Spione zur Erkundung des Landes loszuschicken. Das hat sowohl gute als auch schlechte Folgen. Und damit beginnt unser Schmetterlingseffekt. Alle Kundschafter überbringen bei ihrer Rückkehr glühende Schilderung eines Landes, das wirklich von Milch und Honig überfließt. Doch 10 der Kundschafter konzentrieren sich aufs Kleingedruckte. In diesem Land leben Riesen und wir können sie niemals irgendwie erobern. Unser Schmetterling beginnt langsam mit den Flügeln zu schlagen. Die übrigen 2 Kundschafter versichern dem Volk, derselbe Gott, der sie aus Ägypten herausgeführt hat, er wäre auch fähig, sie in ihr neues Heimatland hineinzuführen. Aber es nützt nichts. Unsere Vorfahren drehen durch und starten einen ausgewachsenen Aufruhr. Sie beschließen, einen neuen Führer zu wählen, Mose zu steinigen und nach Ägypten zurückzukehren. Und jetzt sind die Flügel unseres Schmetterlings schon eifrig in Bewegung. Nur gut, dass Gott eingreift und sich für ein Wort mit Mose entscheidet. Zum zweiten Mal zeigt Mose bemerkenswerte Demut und fleht Gott an, unser Volk zu verschonen, anstatt ein neues Volk aus ihm, Mose, aufzubauen. Und Gott willigt ein. Doch es gibt eine tragische Konsequenz. Die gesamte rebellierende Generation wird in der Wüste umkommen. Nur Josua und Kaleb, die 2 Kundschafter, die das Volk trösten wollten, sie würden überleben. Der Schmetterlingssturm braut sich zusammen. Mose leitet Gottes Botschaft ans Volk weiter und sie ändern ganz plötzlich ihre Meinung. Nicht etwa, weil sie tatsächlich etwas gelernt hätten, sondern weil sie nicht in der Wüste sterben wollen. Also beschließen sie loszuziehen und die Eroberung des Landes aus eigener Kraft zu versuchen. Ohne Mose und ohne Gott. Das Ergebnis? Sagen wir mal so, es geht schief. Unser Schmetterlingstornado wirbelt mit aller Kraft und lässt eine Schneise der Verwüstung zurück. Und eine weitere schlechte Nachricht, es wird nur noch schlimmer. Sowohl die Geschichte von dem Aero-Peru-Flugzeug als auch die Geschichte unseres Volkes zeigt uns, kleine Irrtümer oder Fehler in der Beurteilung können zu großen Konsequenzen führen. Nur gut, dass dem natürlich nicht immer so ist. Trotzdem eine gute Erinnerung daran, dass unsere Taten auch Konsequenzen nach sich ziehen, ob uns das nun gefällt oder nicht. Das harte Wort gegenüber einem Mitarbeiter oder der Blick, den wir einem Fremden zugeworfen haben, kann zu Dingen führen, die wir uns nie hätten vorstellen können. Das größte Beispiel hierfür sind natürlich unsere Ureltern, Adam und Eva, die sich im Garten Eden für den Verzehr einer bestimmten Frucht entschieden. Ihre Rebellion und Ablehnung Gottes, der Lebensquelle,
hat Tod und Vernichtung in unsere Welt gebracht. Damals konnten sie unmöglich erkennen, wohin ihr Akt der Rebellion führen würde. Aber heute bekommen wir dagegen immer noch die Auswirkungen ihres Aufstandes zu spüren. Sowohl ihre Rebellion als auch die unsere führten zu etwas, was man als den größten Schmetterlingseffekt der Weltgeschichte bezeichnen könnte. Zum Tod des Messias, des Sohnes Gottes. Doch wir können dankbar sein. Jeschuas Tod und Auferstehung bewirkten sozusagen einen eigenen Schmetterlingseffekt. Die Chance, die Konsequenzen der ersten Rebellion aufzuheben. Ungeachtet all der tausenden von Dingen, die wir im Laufe unseres Lebens getan haben und ungeachtet aller Konsequenzen aus diesen Taten, jetzt haben wir die Möglichkeit, ins Reine zu kommen, in ein neues Leben, zu einer zweiten Chance, dank dem Messias, der die Strafe für unser falsches Tun auf sich genommen hat. In unserer Parascha bekommt das Volk dank Moshe eine zweite Chance. In unserem Leben haben wir eine zweite Chance, dank demjenigen, der wie Moshe war, dem Messias Jeschua. Der zweitgrößte Schmetterlingseffekt verursacht durch seinen Tod. Doch der größte Schmetterlingseffekt wurde durch seinen Tod bewirkt. Die Möglichkeit für jeden Menschen ein neues Leben zu bekommen. Wer hätte das jemals voraussehen können? Ich bin dankbar, dass ich nicht mit unseren Vorfahren in der Wüste war. Ich bin auch dankbar, dass ich nicht zur Wartungscrew bei diesem schicksalsschweren Aeroperu-Flug gehörte. Und trotzdem habe ich wie wir alle Dinge gesagt, getan und gedacht, die falsch waren und die wir für folgenlos hielten. Aber es gab sehr wohl Konsequenzen, auch wenn wir die vielleicht gar nicht gesehen haben. Und letzten Endes haben alle unsere verkehrten Entscheidungen zum Tod des Messias geführt. Nur gut, dass wir schon gesehen haben, damit war die Geschichte nicht zu Ende. Sein Tod und seine Auferstehung kann den Schmetterlingseffekt aufheben, der durch unsere Torheit verursacht wurde. Nur eine Frage müssen wir noch beantworten. Sind wir bereit, das anzunehmen? Wie lautet deine Antwort? Das war's für diese Folge. Wir hoffen, dass dir unsere Parascha Espresso gefallen hat. Vergiss nicht, uns zu abonnieren, damit du unsere neuesten Folgen nicht verpasst. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Also kontaktiere uns gerne über Facebook, Twitter, YouTube oder über unsere Website judenfuerjesus.de.